Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe mit unserem Trendfolger Michael Proffe. Wir schauen erneut auf Trendaktien aus dem DAX und auch auf eine MDAX-Aktie. Erstmal schönen guten Tag, Herr Proffe. Grüß Sie. Guten Tag, Adam. Wir führen ja unser Thema von letzter Woche fort, blicken also erneut auf Trendaktien aus dem DAX. Wir beginnen mit Continental. Haben wir da zuletzt schon einen Megatrend gesehen? Nein, das kann man nicht wirklich sagen. Ich habe Ihnen da mal eine Entwicklung mitgebracht über die letzten 10 Jahre, um das zu verdeutlichen. In den Jahren 2003 bis 2007 konnte man der Meinung sein, außer Continental kann eine Megatrendaktie werden. Da ist die Aktie nämlich um fast 900% gestiegen. 2008 kam dann die ganz große Krise, die Finanzkrise und die Übernahmeschlacht bei Continental. Und die Aktie stürzte auf das Potenzial von 2007 zurück. Wir sehen das jetzt ganz deutlich in diesem Chartbild. Dann kam eine erstaunliche Erholung von Ende 2008 an, ist die Aktie nur noch gestiegen bis heute auf den Stand von 2007. Jetzt könnte man also meinen, da ist nicht viel passiert. Wir sehen aber jetzt gerade oben, die Aktie liegt so um die 100 Euro, da ist jetzt so eine gewisse Deckelung drauf. Die Geschichte, wie gesagt, der letzten 4 Jahre war erstaunlich, aber jetzt müssen wir überlegen, wie geht das da eigentlich weiter? Hat diese Aktie eigentlich jetzt die Möglichkeit, dort oben wieder durchzubrechen? Also in den letzten 10 Jahren sahen wir hier keinen Megatrend. Wir sahen einen ersten Ansatz und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was die nächsten Jahre so bringen kann. Da sind wir auch schon bei der großen Frage, die Sie gerade selbst schon angesprochen haben, die ich jetzt gerne wissen möchte, die Antwort und natürlich auch die ganzen Zuschauer. Wie geht's weiter bei Continental? Jetzt folgt wieder der Absturz. Ja, also in dem Chartbild haben wir gerade gesehen, es wird jetzt schwierig. Wir sind jetzt auf dem Stand von 2007. Da so glatt durchzusteigen auf diesem Niveau ist nicht mehr für jeden Wert möglich. Manchmal prallt man davon ab. Und meine Aussichten für diesen Wert sind für die nächsten 1,5 Jahre, dass die Aktie so weitere 30% steigen wird. Denn die Dynamik der letzten 4 Jahre, die war erstaunlich. Und die Aktie muss auch mal wieder ein wenig verschnaufen. Das Umfeld dazu, wir kriegen das alle aktuell mit. Die Autoindustrie, da stockt alles ein bisschen. Da ist natürlich so ein Reifenzulieferer Continental auch von betroffen. Das heißt, ich gehe davon aus, die nächsten 1,5 Jahre werden wir eine etwas schwerere Dynamik sehen. Wir werden aber den Trend nach oben weiter fortführen. Zwischenzeitlich wird es einen Rücksetzer geben, weil viele, die in diesem Bereich vor vielen Jahren investiert waren, werden möglicherweise jetzt aussteigen in den Bereich um die 100 Euro, weil ihnen die Fantasie möglicherweise dazu fehlt, weil sie durchgehalten haben. Andere werden jetzt einsteigen. Also das wird spannend die nächsten 1,5 Jahre. Das sind so ungefähr 30%, die ich erwarte. Und dann dürfte die Aktie möglicherweise zu einem Megatrend werden und viele Jahre weiter steigen. Also positive Aussichten durchaus bei Continental. Schauen wir mal, machen einen kurzen Abstecher in den MDAX, kommt zu Celesio, ein Pharma-Großhändler. Wie gestaltet sich hier die Situation? Krank werden die Menschen ja immer werden wahrscheinlich. Ja, das ist völlig richtig. Krank werden wir immer. Und wir sehen hier eine ganz spannende Situation. Die Celesio-Aktie hat ja in den letzten Jahren ganz viel abgegeben. Momentan ist sie dabei, sich neu auszurichten. In der Entwicklung sehen wir, in den letzten 5 Jahren konnte man mit der Aktie kein Geld verdienen. Es ging immer nur im Abwärtstrend runter. Vor 1,5 Jahren haben wir möglicherweise das Tief gesehen. Im Moment sehen wir, dass die Aktie nicht nur fundamental, sondern auch technisch einen Abwärtstrend verlassen hat. Getrieben wird das aber hauptsächlich von Spekulationen, von Übernahmespekulationen. Ich bin da sehr skeptisch, ob diese Spekulationen zutreffen werden, denn die Familie Haniel hat noch nie Teile dieses Unternehmens abgegeben und sie werden mit Sicherheit weiterhin die Hand drauf halten. Ich gehe dann davon aus, dass der Aktienkurs, wir sehen jetzt gerade in den letzten Wochen, ist er ziemlich stark gestiegen, ist aus dem Abwärtstrend rausgefallen, möglicherweise noch ein bisschen Potenzial hat zum Steigen, bis er wieder abgibt, um ein zweites Standbein zu bilden. Langfristig sehe ich sehr gute Aussichten. Das Unternehmen hat sich neu ausgerichtet und erwartet, dass sie ab 2014 steigende Umsätze generieren wird. Hinter diesem Hintergrund und dem Background, dass die Aktie lange Zeit im Abwärtstrend lag, sehe ich hier großes Potenzial. Also als langfristiger Anleger über einen Zeitraum von, wenn ich von 2-3 Jahren denke, würde ich jetzt hier die erste Position positionieren. Steigt die Aktie weiter, liegt die im halben Jahr etwas höher, würde ich die nächste Position raufsetzen und so kontinuierlich mich da hineinkaufen. Und Rücksetzer würde ich grundsätzlich dafür nutzen, dann um einzukaufen. So, also Ihre Einschätzungen zur Celesio-Aktie. Herr Proffe, ich habe mal in unserem Archiv gewühlt und habe da entdeckt, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr hier an dieser Stelle gesprochen haben über die Versorger im DAX, nämlich RWE und E.ON. Sie haben damals gesagt, dass Sie mit weiteren Kursrückgängen rechnen. Die sind jetzt natürlich auch eingetreten auf Jahressicht. Hat sich denn an Ihrer Beurteilung mittlerweile etwas geändert? Geht es weiter mit den Kursrückgängen?
Ja, da bin ich fest davon überzeugt, dass der Abwärtstrend bei der E.ON und RWE weiter bestehen wird. Es hat sich also gegenüber meiner Beurteilung des letzten Jahres nichts geändert, weil die Lasten dieser beiden Unternehmen, die Kosten dieser Unternehmen sind weiter immens. Die Unternehmen werden die nächsten Jahre im Bereich der Energie, durch die Energiewende keine Gewinne schreiben. Das wird weiterhin auf den Kurs dieser Aktie, dieser beiden Aktien, RWE und E.ON, wie wir es gerade deutlich im Chartbild sehen können, das ist ein intakter Abwärtstrend seit mehreren Jahren. Und dieser wird weiter bestehen bleiben. Es gibt also keinen Grund, in diesen Werten zu investieren, weil das Abwärtspotenzial ist weiter vorhanden. Die Unternehmen verdienen kein Geld, die müssen viel investieren in den nächsten Jahren. Und warum sollte ein Investor da investieren? Als reinen Hoffnungswert den zu kaufen, das wäre ein ganz großer Fehler, denn wir werden in den nächsten Jahren hier mit Sicherheit noch tiefere Kurse sehen. Wenn man jetzt Interesse hat und will solche Trendfolger mal etwas näher aus der Nähe sehen und etwas detaillierter, dann haben Sie die Möglichkeit, ich bin im Laufe dieses Jahres im Herbst auf einer Roadshow in einigen Städten in Deutschland und in der Schweiz und da erkläre ich alle Trends dieser Welt, die ganz großen, die ich hier auch beim DAF immer zeige und erläutere auch etwas genauer, wie man da ein- und aussteigen kann. Also wenn man Lust hat, etwas näher, mehr über diese Trends dieser Welt zu erfahren, der kann gerne einmal vorbeischauen. Sind wir hier auch gerade eingeblendet, die Daten. Dankeschön, Michael Proffe, für die Einschätzungen. Schönen Tag Ihnen. Ja, ebenfalls schönen Tag. Dankeschön. Ja, und das war es also dieses Mal, die Einschätzung von unserem Trendfolger Michael Proffe. Sie können sich die Sendung nochmals anschauen, und zwar unter www.drf.fm. Wir sehen uns natürlich wieder in einer Woche dann mit der neuen Ausgabe. Schöne Woche, bis bald.